Deine Kamera. Willst du dich begrüßen? Soll ich dich begrüßen? Ja. Okay. Hallo, ich bin der Klaus Aulitzki von Aulitzki Tuning. Hier mein Vater. Jawohl. Mein Bruder. Und hier möchte er gerne Aulitzki, Klaus. Der Mutlu von Livella. Ja, servus zum neuen Video. Wie ihr schon gehört habt, der Klaus von Livella ist da. Wir machen auf jeden Fall ein neues Video über den M2-Motor in dem E30. Ja, wir testen jetzt auf jeden Fall mal, ob er reingeht. Das werden wir jetzt dann gleich sehen. Wird auf jeden Fall sehr spannend, weil es ist ein richtig großer Motor. Aber? Als würde er aus Erfahrung sprechen, ne? Eigentlich müsste jetzt fast die Wahrheit sein, dass wir den Anfang hinterher drehen. Passiert ja oft in vielen Videos genau. So. Also. Naja, auf jeden Fall, lasst mich überraschen, es wird auf jeden Fall lustig. Und es wird anders kommen, wie erwartet, auf jeden Fall. Also, ich hätte gesagt, wir fangen jetzt einfach mal an, ihr dürft zuschauen. Ruhe. Was ist das? Hey! Was macht ihr? Dieser Untergebene. Das ist der Move. Wutzi! Das ist ein neuer Break. Das hat er von mir. Wenn du nach Hause kommst. So. Auf jeden Fall, ihr könnt gespannt sein, es wird auf jeden Fall gut. Die Jungs bauen jetzt mal den Motor ein. Oder versuchen es zumindest und dann sehen wir uns später wieder. Also ich kenne mich ja mit dem Motorheber auch gut aus eigentlich. Ne? Musst du auch schon mal dran kriegen. Ja, so ähnlich. Ja. Ne, dann fangen wir mal an, probieren wir mal, wie es platzmäßig ausgeht. Und dann sehen wir weiter. Ich mache jetzt mit ihm weiter hier. Weil ich gehe jetzt. Zum Friseur wolltest du noch, ne? Ja. I'm fine without you. So, der E30 ist auf der Bühne. Ist halt schon weit gekommen, ne? Richtig weit. Bis zur Bühne von da vorne? In drei Wochen? Nee, von da nach da. Ach so, okay, so rum. Gut. Okay, dann haben wir hier, der Motor kommt ja von ihm oder von euch. Von meinem M2, ja. Das ist jetzt praktisch von einer der ersten M2, was gewesen sind, ne? Genau, aus 2016. Zu dem Competition ist ja der Rumpf anders. Genau, Kolbenpleuel. Nur in der Reihe oder komplett? Block ist auch anders. Block ist auch anders. Ja. Okay. Das heißt, Competition ist der M3, M4. Ja. Dann hat der Competition noch zwei Hochdruckpumpen. Okay. Aber das sind ja auch Motoren, die jetzt in wo sind sie noch? 340er? Nee, der 335, E92, F30, die ersten Modelle. Die 35er. Genau. Also, okay. Ja. Dann M135, M235, okay. 535. Da ist nur wegen Anbauteile anders, sowas wie Turbolader, pneumatisches Westgate und elektronisches Westgate. Basis, was hat er für viel Leistung? 370. 370. Okay, und der hat ja auch nicht viel gelaufen, hast du gesagt? 12.000. Sagt er jetzt. Ja, eine Null, dieser. Sagt er jetzt. Gut, Getriebe haben wir auch besorgt. Auch vom 318er. War der? Nein. Es ist vom 35i. Also M135. Nein, Differential war vom 318er. Das Getriebe, was du zuerst gesagt hast, haben wir hier gesucht in Deutschland und dann was? Oder Europa, was? 2.500 Euro wollten die dafür? Dann habe ich gesagt, 2.500 Euro zahlen nicht für ein Getriebe, für ein gebrauchtes. Das ist echt Wahnsinn. Ja, gab's aber ja nichts. Ja. Und den haben wir relativ günstig. Ich glaube 300 Euro in Frankreich plus Versand. Ja, mit Versand waren es glaube ich 400, 500 Euro. Das ist ja das Problem immer, wenn du verschiedene Einzelteile kaufst. Gut, hier am Motor weiß ich ja, okay. Ja.
Da kann er nicht weit laufen. Wir haben noch, einen zweiten da. Im Prinzip haben wir jetzt vor, die Sachen jetzt nach und nach mal anzupassen, ob auch wirklich alles passt oder hast du schon was probiert? Oder wir stecken jetzt einmal Getriebe dahin, ja? Dann den Motorhalter hole ich noch von drüben, ja. Und dann hängen wir mal das Ganze rein. Also wir haben am Samstag mal so grob geschaut, mit dem Motorhalter, ja, müsste eigentlich ziemlich gut hinhauen. Echt? Ja. Aber ob es halt am Ende wirklich passt, müssen wir erst, wenn der da drin ist. Ich habe eigentlich wenig Bedenken, ich habe mehr Bedenken wegen der Elektronik. Sonst von dem Maßen her, jetzt auch mit dem Getriebe so nach hinten, gar nicht. Nee, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir haben ja jetzt einmal noch den N2-Halter und du hast ja noch den E30-Halter besorgt. Ja. Hast du den dabei? Ja. Ja, passt. Und dann schauen wir, was halt. Halter. Das war die zweite Liste, was du mir geschickt hast mit dem Kupplung und so. Ja. Die sind noch nicht gekommen, die Teile. Okay. Ja gut, da lässt sich schon was auftreiben. Die Teile sind noch nicht gekommen. Ich habe ja auch noch was von mir 46 da. Okay. Also da haben wir noch jede Menge da zum Ausprobieren. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, dass wir jetzt mal langsam mal da uns mal rantasten, das Thema Technik. Oh, wir müssen dran denken, dass wir einen Himmel ABC-Säuleverkleidung mitnehmen heute. Das Sattler braucht ihr noch. Das Problem wird auch Kardanwelle noch sein. Die müssen wir wahrscheinlich kürzen lassen und noch reinrufen. Ja, aber gibt es nicht irgendwelche Programme, wo so Längen und so von Kardanwellen auch drinstehen? Ja, wir können zum Bernhard rüberfahren. Der handelt mit BMW-Teilen. Ja. Und der hat ganz Regal voll. Ja, meine ich doch. Und dann können wir halt schauen, was da am besten passt. Nimmt man die Länge. Wenn es was Fertiges gibt, brauchst du halt nichts kürzen, das ist ja das. Ja. Und es zum gibt Beispiel ja beim V10, da haben wir jetzt auch alles abgegeben, um 6 cm. Um 6 cm. Gut, wenn du jetzt für bestimmte Kraft natürlich eine bestimmte Kardanwelle brauchst, von der Stärke her, dann kannst du nicht irgendwas nehmen, ne? Ja gut, also da soll man auch schauen, dass es wirklich auch da passt halt hinterher, ne? Ja, ja. Kann man nicht vom 318 so eine Kardanwelle nehmen. Nee. Dann nehmen wir ein paar Teile mit, haben wir gesagt. Wir gucken jetzt nur, dass die passen, dass wir sie hinterher mal strahlen und pullern, dass alles neu ist. Und, ja. Oh, wir haben in dem Auto kein Servo, ne? Ja, dann müssen wir mal schauen, was wir da machen, weil die ist ja, beim M2 ist die ja elektrisch. Ja. Und wieder elektrische Lenkgetriebe reinmachen. Aber das ist halt wieder das anzupassen. Bräuchte mal dann wieder Lenkwinkelsensor, wahrscheinlich den kompletten Strang. Kompletten Strang runter von der Lenkung. Man baut sich halt auf. Da sitzt ja hier mal der Klimakompressor, ja, dass man halt sagt, man baut sich halt irgendwas. Eine 36 Lenkgetriebe, das was da viele einbauen. Ja, wir müssen es, können wir das elektrische nicht ausschalten oder deaktivieren? Dass man da einfach ein Servo reinmachen, wie beim normalen E30 auch drin ist. Also Servo-Lenkgetriebe, gut, da brauchst du wieder Servo-Pumpe. Ja gut, aber das ist ja kein Thema, weil wir hier noch schönen Platz haben. Müsste man sich halt nur einen Adapter bauen für Servo. Du meinst halt Servo-Pumpe komplett? Ja, genau. Ja, dann muss man eine Servo-Pumpe. Die Leitungen kann man sich ja dann legen, wie man will. Okay. Nee, dann fangen wir mal an, dass wir da mal ein bisschen Plan haben, was wir brauchen. Ja. Wir können uns ja alles aufschreiben, was wir an Halter und so brauchen. Da waren wir erst letztens bei Alex, ne? Da können wir ja mal Einzelfertigungen machen. Ja. Gut. Geht mal los. Los, fang du an, ich gehe noch einen Kaffee trinken. About this world, need some space for me. I'm out here, girl, I'm back up in the street. So I don't really got time to fuss and fight. Kann man euch was helfen? Ihr schaut so planlos aus. Ja, ich weiß nicht, wie das planlos ist. Jetzt kommt der Urlauber wieder. Das ist auf der Gemeinde auch so, da arbeitet einer und schaut schon zu. Löschen wir ab. Frierst du denn oder was? Hier. Ja? Aber langsam. Ha ha ha!
Ich hab nicht runtergedreht. Was dann? Ich hab nur gehalten, dann ging das Ding los. Ja, mit Gefühl. Du. Bist du bei deiner Frau auch so störrisch oder was? Ja. Zack, Pops, ey. Der war cool, ey. Richtig geil. Wollten einmal schneller drin haben. Hab's vergessen. Guck mal, die Ölwanne unten. Also Ölwanne weg und dann nächster Test. Hier mit dem Motorhalter passt es ja auch nicht. Seitdem wir könnten den von der Höhe oder was? Das weißt du noch gar nicht. Achso, wir gehen. Die Tiefe meinst du? Ja, aber wir ziehen schon hinter müssen. Wir sind jetzt schon ziemlich weit vorne, also wir müssen noch ein Stück weiter hinter. Aber ich glaube, du kannst das Lager auch noch ein Stück nach hinten versetzen. Das habe ich glaube bei meinem 30 auch schon mal ein bisschen gemacht. Es geht nicht viel, aber ein bisschen geht, glaube ich. Nee, das sagt nicht. Guck mal, wir haben da jetzt schon 10 cm. Und du kannst die M3-Lager nehmen mit dem versetzten Ding, dann kannst du es auch ein bisschen drehen. Trotzdem reicht das dann nicht. Hm. Diesen Motor gab es aber wahrscheinlich mit 50 verschiedenen Ölwannen. Kann sein, ja. Bei unserem war es ja so, beim AMG-Motor, beim 190er. Da gab es die SLK, da war die Vertiefung vorne. Nee, hinten. Warte. SLK war vorne. SLK ist vorne. Beim C32 mit dem gleichen Block war es hinten. Weißt du, je nach Achse, von welchem Fahrzeug das ist. Je nach Achse ist er immer anders. Deswegen machen die Ölwanne-Vertiefung mal hier und mal hier. Wo sitzt die Pumpe jetzt bei dem? Hier oder hier? Ich meine vorne. So, wenn sie vorne sitzt, dann kommt sie mit so einem Schnorchel darüber. Ja, das können wir umbauen. Und wenn du das, dann nimmst du eine andere Pumpe, der saugt nämlich direkt von der Wanne hier. Weil es gibt garantiert verschiedene Ölwannen. Ja, Algard und Heckantrieb. Es gibt nur zwei. Sicher. Aber dass die M50-Ölwanne wird nicht hinpassen, ne, wahrscheinlich. Die nimmt man ja zum Beispiel, wenn es so einen alten Wagen von uns drinnen reinbaust. Ja, aber was ist da anders? Nee, da passt die, dann nimmst du vom E34, nimmst du die. Ja, aber was hat mit Allrad und Heckantrieb zu tun? Da, die Vorderachse steht doch eh gleich. Nee, beim Allrad geht hier nochmal die Kardanwelle durch. Richtig. Das Vorderachsparteilergetriebe ist da hingeschraubt und dann geht es direkt einmal durch die Ölwanne durch. Jetzt bauen wir die mal weg. Ölwanne? Muss man ja. Müssen wir. Links schon. Oha. Machen wir langsam. Da fährt Kino gleich wieder vor. Back up in the street. So I don't really got time to fuss and fight no more with you. Really got time to fuss and fight no more. Why you tripping, baby? You know you invited. Acting like you know what's up, but you ain't psychic. Told you nothing going down, but you ain't like it. Told you nothing going down, but you excited. So if you want a song, go and get the money. Show me the money, get the money. Sechs eine andere Ölwanne wie 3er und 2er. Ja, von 1er bis 4er ist alles gleich. Und ab 5er und 6er. 6er, 7er. Jetzt ist die Frage, kannst du nicht gucken, oder ist der Block nicht derselbe, wenn du den 530 jetzt nimmst, Beispiel? Mhm, warte. Und 52. Ist, 663. Das ist ein anderer Motor, da war andere Ölwanne. Aber gleiche Ölwanne. Aber hat dieselbe Ölwanne. Ja. So, jetzt schauen wir mal beim 2er. Und da meine ich jetzt, gab es da jetzt irgendwo eine Ölwanne beim 3 Liter bei irgendeinem Auto, wo es einen 3,5er nicht gab. Mhm. So, hast du es gewusst? Ja. Halt's Maul, hey. Das ist der Gottvater auf Ölwanne. Ja. Halt mal, hey. Er meinte, es gibt nur zwei. Ja, ist es auch so. Nein, wir haben jetzt schon vier Ölwannen. Vier verschiedene Ölwannen. Vier verschiedene Teile. Fünf? Zwei. Fünf verschiedene jetzt. Und es kommen immer mehr, weil der Herr meinte, das sind alle gleich. Okay. Ja, ist es ja auch. Ja, genau. Ja, aber was wollt ihr jetzt bezwecken? Wollt ihr jetzt? Wir wollen eine andere Form von der Ölwanne, weil wir Probleme haben mit der Achse. Ja, aber warum schneidet man es dann einfach auseinander und schweißt wieder zusammen und hat man eine neue Form? Wäre doch schön, wenn es was gibt. Der war so lange in Abu Dhabi. Er hat zu viel abgeguckt, irgendwelche Kamelritte oder sowas. Ja, beim Kamel ist es einfach, du machst deinen Sattel drauf und los geht's. Da gibt's nichts vor 8 und schaut 10. Der Banner hat gerade einen 35i aus dem 7er da, Allgard. Ja, fahr doch rüber, hol die Ölwanne. Fahr mal rüber und schauen uns die mal kurz an. Ja, fahr doch rüber. Das ist auch Bild schicken, dann siehst du auch. Das ist hier die Straße. Das sind nicht mal 2 Minuten. Dann fahr mal hin. Also, Bild. Ich soll Bild schicken. Thank you.
komplett gerade bis vorne. Das ist nur die Frage. Wie viel ist sie? Das ist definitiv. Flacher? Nee, also die geht ja komplett bis davor. Größer sogar. Ja, also kommt Allrad definitiv nicht vorne. Ja, es ist bei jedem Allradmotor so. Weißt du halt nicht, ne? Wir hätten keinen Schnee kapiert, ja. Jetzt kommt der wieder. Ich denke, ein Stück müssten wir noch so. So weit nach hinten kommst du nicht, weil dann wäre er tiefer jetzt, ne? Guck mal, umso weiter du nach hinten kommst, umso tiefer wirst du. Das stört doch jetzt die Achse hier. Stört dich jetzt am meisten. Das Problem ist, wir haben ja hier genau unseren Ansaugschnorchel. Oh ja. Na gut, ja, wie tief geht der rein? Voll geht der ganz runter? Tief. Sehr tief. Aber den könnten wir abschneiden. Den kannst du bis da oben hinkürzen. Ja, denn das ist ja Kunststoff. Das ist ja nur Kunststoff, ja. Das ist, glaube ich, das, was beim M2 anders ist wie beim normalen. Stabi hinten. Die Höhe haben wir jetzt noch gar nicht geguckt. Ne? Stabi könnten wir runtersetzen. Aber unabhängig davon, guck mal, Getriebe, wie viel Platz du noch zum Getriebe hast. Da geht gar nichts mehr durch. Guck mal, wenn es so hoch wäre. Ja. Siehst du? Dich mal. Und wie weit muss er runter? Komplett, ne? Versenkt. Boah, schon. Theoretisch so. Haben wir nicht noch vom M50 irgendwie. Das reicht nicht für ein Getriebe. Why you trippin', baby, you know you invited. Acting like you know what's up, but you ain't psychic. Told you nothing going down, but you ain't like it. Geht nichts, geht nichts. Das hätte man vielleicht einmal mal vorher messen sollen, müssen. Das Problem liegt daran, weil wir ja einfach, weil in einem E30 sehr, sehr, sehr viele Sechszylinder verbaut wurden, hätten wir das nicht erwartet, dass wir so ein Problem mit der Ölwanne und mit der Tiefe haben. Weil wir im Prinzip, allein die Höhe sind wir bei 55. Sowas. Der ist also ein bisschen leicht schräg drin. Ja, 55 ohne Ölwanne. Ohne Ölwanne. Und wenn ich die Höhe jetzt hier angucke, da bin ich erst bei 50. Dann machen wir mal so, das ist ungefähr die gleiche Höhe. Also der würde hier sogar so abstehen, theoretisch. Also so wird eh knapp mit der Haube. Gut, Haube ändern kannst du eigentlich immer. Aber wir haben noch gar keine Ölwanne reingerechnet jetzt. Ne? Also Fakt ist, wenn du mal so rumguckst, dass definitiv, wenn wir höher kommen könnten, müssen wir hier alles vergrößern, den ganzen Tunnel vergrößern. Tunnel vergrößern, Achse anpassen, Lenkung anpassen. Gibt es ja auch nochmal so Distanzdinger, wo du die Achse nochmal weiter runter backen kannst, indem du hier... Ja, auch nichts. Die 3 cm reißen es halt da oben nicht raus. Ja, vor allem, wir haben keine Ölwanne dann, die passende. Also da musst du dir eine passende Ölwanne bauen lassen. Theoretisch. Kannst du vergessen. Das kannst du in den USA vielleicht machen, aber... Sprich, man müsste wirklich rundherum viel zu viel ändern, das, was ich ja eigentlich nie machen wollte. Sprich, hier jetzt den Tunnel vergrößern um 4 cm nach oben oder so. Oder die Achse hier komplett bearbeiten, wegflexen tun, will ich ja nicht. Was ist eigentlich mit diesem Thema Motor? Ob wir wollen oder nicht. Ja. Also machbar ist natürlich immer alles. Brauchen wir darüber diskutieren. Aber nicht in dem Maß, wie ich das eigentlich gern hätte, dass es einfach wirklich dann hinterher aussieht wie original, ohne da den Tunnel da nochmal um so eine riesen Höhle hinbauen. Ja, und wo fängst du an, wo hörst du auf, weißt du, musst du wieder das innen drin alles ja? Anpassen. Ja, 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 meine ich ja. Und es soll ja eigentlich alles so sein, dass man es hinterher eintragen kann. Ja.
Das wäre so ein Wunschmotor, aber ich hätte das gleiche Problem auch mit dem M3, M4 Motor. Bauform bleibt dieselbe? Ja, eben. Weil die Ölwanne hier einfach, guck mal. Das sind hier locker 22 cm. Das heißt, wir sind dann hinterher 76 cm. Ja, so. Muss man die Sitze höher machen. Ja, also, bevor wir uns jetzt den Kopf zerbrechen hier und nochmal Schweinekosten haben, um das Ding da reinzukriegen, machen wir was anderes.